Wie Sie ja sicher wissen, meine Damen und Herren, bin ich eigentlich ein überzeugter Aktienmarktbulle, geradezu passioniert, geradezu eingefleischt. Und normalerweise gehen für mich Kurse nur nach oben. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Aber heute habe ich ein paar kleine Einwände, denn überall gibt es Brandherde und die wollen wir uns gleich mal anschauen. Es kommt so ein bisschen von allen Seiten und wir wollen diese Seiten und diese Brandherde mal ein bisschen beleuchten. Starten wir mal mit einem Tweet von Zero Hedge, der diese Brandherde so ein bisschen auf den Punkt bringt. Wir haben natürlich den Handelskrieg. Klar, das ist so etwas, was immer im Hintergrund spielt. Aber jetzt haben wir aktuell diese Revolte in Hongkong. Und da eskalieren die Ereignisse. Als dann zwei Meldungen kamen, war es mit der Risikofreude der Märkte heute Vormittag vorbei. Erstens, dass keine Flüge mehr abgehen von Hongkong, weil eben viele, viele tausend Protestierende den Hongkonger Flughafen lahmgelegt haben. Aber was noch schockierender war, dass in Shenzhen, wie die Global Times mit martialischen Bildern gezeigt hat, das chinesische Militär sich sammelt und praktisch übt, wie man dann jetzt in Hongkong einmarschiert. Das hat die Märkte dann so ein bisschen richtig aus dem Takt gebracht. Dann ging es nach unten und dazu kommt jetzt noch die Rezession in Deutschland, die sich abzeichnet. Am Mittwoch kommen die deutschen BIP-Daten. Wir haben die Probleme mit Italien, Italexit, Salvini war der wahrscheinliche neue Ministerpräsident, der durchaus sehr, sehr EU-kritisch ist. Und wir haben vor allem heute auch dann das, was mit Argentinien passiert. Da geht es richtig rund zur Sache. Das wollen wir uns zuerst mal anschauen. Da sehen wir hier etwa den argentinischen Peso. Booms, da geht es nach unten zum US-Dollar und zwar massiv. Hier sehen wir die Rendite für die 100-jährige argentinische Anleihe. Da muss man natürlich schon ein bisschen mutig oder wahnsinnig sein, um diese Anleihe zu kaufen. Jedenfalls ist der Grund für dieses Theater derzeit, auch der argentinische Aktienmarkt bricht völlig ein, dass in Vorwahlen der Amtsinhaber Macri, der ja als wirtschaftsliberal gilt und als Darling letztendlich der Finanzelite, auch unsere baldige EZB-Chefin Lagarde ist ganz dicke mit ihm, dass der diese Vorwahlen so massiv, so verheerend verloren hat, dass jetzt sich eigentlich klar abzeichnet, dass er bei den Wahlen, die im Oktober stattfinden, keine Chance mehr hat. Und dann wird sich der Kandidat, der gewonnen hat, das ist einer den Kirchners nahestehender Kandidat, wahrscheinlich eine sehr, sehr linke Politik machen. Und das Problem an dieser Geschichte ist nicht nur Argentinien, sondern das Problem ist, dass jetzt diese Unruhe, die von Argentinien ausgeht, möglicherweise ein Brandherd ist, um den Titel nochmal aufzugreifen, der dann die ganzen Emerging Markets möglicherweise in Brand setzen kann. Aber schauen wir uns vielleicht die zentralere, für die Märkte im Mindesten insgesamt zentralere Geschichte an. Derzeit im Mindesten, wir haben diese Geschichte mit Hongkong gehabt und die sich zuspitzende Lage. Jetzt hat das Weiße Haus sehr defensiv agiert. Man wirft ja seitens der Chinesen den Amerikanern vor, sie würden da anstiften. Die Amerikaner weisen das natürlich zurück. Und wie der Präsident hier gesagt hat, sagt Eamon Javers, der CNBC-Korrespondent im Weißen Haus, ist das eine Geschichte zwischen Hongkong und China, also für Trump sehr, sehr defensiv. Aber wir haben verstanden, dass die Leute eben nach Demokratie streben. Und ich denke, das tun die meisten Menschen, nämlich nach Demokratie streben. Das klang also sehr defensiv, aber was faktisch der Fall ist, sagen dann die Chinesen, die sehr harsch auf diese Kommentare auch reagieren. Hier die People's Daily, so sagt Hu Xixin, Chefredakteur wiederum der Global Times, die wird heute einen Artikel publizieren, der ein ganz starkes Signal an die USA geben wird. Und die USA sollten den Willen Chinas nicht unterschätzen. Mit diesem Tweet, mit dieser Aussage sind dann die Finanzmärkte deutlich weiter abgerutscht. Mal sehen, ob man sich jetzt, wie in den letzten Minuten schon gesehen, wieder ein bisschen erholen kann. Aber das sind jetzt zwei Brandherde. Auf der einen Seite der Hongkonger Brandherd, der jetzt nach langer Zeit offenkundig an einem Punkt ist, wo die ganze Geschichte jetzt zu eskalieren droht. Und auf der anderen Seite eben diese Emerging Markets Thematik mit der Story um Argentinien. Wir haben dann heute Daten aus China gesehen, by the way, die sogenannte Total Social Financing, also praktisch die Kreditvergabe an die Privatwirtschaft. Und wir sehen die Juli-Zahlen schwach. Mit 1 Billion Yuan, deutlich schwächer als erwartet, 1,6 Billionen war erwartet, also 60% unter der Erwartung. Das könnte dafür sorgen, dass wir relativ wenig Liquidität in Zukunft sehen werden, denn mit zeitlicher Verzögerung kommt diese Liquidität gerne auch mal an den Märkten an. Es gibt jenseits des VIX, des Volatilitätsbarometers VIX, auch einen Indikator, der darauf hindeutet, dass möglicherweise die Zeiten etwas schwieriger werden, nämlich das ist hier
ein Basis-Swap-Spread, der verschiedene Währungspaare enthält, zum Beispiel Average of 10 Currencies, also von 10 Währungen, australischer Dollar, kanadischer Dollar, Schweizer Franken, dänische Krone, Euro, britisches Pfund, Yen, Krone, New Zealand Dollar und so weiter. Und da sieht man schon, dass in den Währungen und in den Anleihenmärkten sowieso ja eine sehr starke Volatilität teilweise herrscht. Die Aktienmärkte haben sich da noch ein bisschen zurückgehalten, aber wir sehen hier sozusagen an der Dollarfront so verschiedene Brandherde, die möglicherweise Größeres ankündigen. Und wir sehen hier, dass da schon die Geschichte deutlich nach unten dreht, dass hier so Warnsignale vor allem an der Währungsfront sind. Wir sehen heute wieder fallende Anleiherenditen, Flucht in die vermeintliche Sicherheit. Zum Beispiel die österreichische 100-jährige Anleihe kann sehr stark profitieren, weil alles eben rausgeht aus der 100-jährigen argentinischen, und dann flüchtet man eben nach Österreich. Macht ja auch durchaus Sinn. Jedenfalls ist auch die Situation insgesamt so, dass wir eigentlich seit 1906, wie die Financial Times hier zeigt, nur 20 Monate hatten, wo der DAX, wo nicht der DAX, sondern der Dow Jones von seiner Trendlinie mehr als 130% abgewichen ist. Und diese Perioden waren 1929, 1999 und jetzt eben dann 2018. Also das sind schöne Analogien. Und wir sehen hier auch von Kimberly Chart Solutions einen Chart, der hier ein ähnliches Muster zeigte, wie wir es vor Platzen der Dotcom-Blase hatten, wie wir es dann hatten vor der Finanzkrise und wie wir es möglicherweise jetzt eben haben mit negativen Momentum-Divergenzen. Das sind natürlich jetzt extrem bullische Aussagen, die ich hier treffe, für die ich mich im Vorhinein schon mal entschuldigen möchte, liebe Bullen. Das ist alles nur, um Sie ein wenig hier zu ärgern. Aber man sollte es vielleicht mal erwähnen, angesichts der Tatsache, dass die US-Märkte zum Beispiel nur wenig unter dem Allzeithoch hantieren, aber die Dinge eben auch möglicherweise in die falsche Richtung laufen könnten. Schauen wir uns mal die Charts an, was die uns sozusagen hier von Capital.com wieder gesponsert, meine Damen und Herren. Da sehen wir den S&P 500, 2895. Es ist noch nicht so wahnsinnig viel angebrannt, aber wir haben eben jetzt lange in einer Range gehandelt, 2930 bis etwa 2000 oder 35, 2900. Aus der sind wir zunächst jetzt mal eher nach unten rausgekommen. Ähnliches Bild dann bei den anderen Indizes. Wir sehen hier den Dow, der ziemlich schwach ist, 26.030 Punkte. Wir sehen den Nasdaq 7600, der hält sich noch mit etwas besser. Wir sehen dann den DAX, der bei 11.681 ist. Wir haben Euro-Dollar bei 1,1214, aber der Dollar ist gegenüber den Währungen der Emerging Markets, also russischer Rubel und was alles kreucht und fleucht an Emerging Markets-Währungen, deutlich erstarkt heute. Wir sehen, dass Gold weiter steigen kann, 1.505. Wir haben dann das amerikanische Crude Oil bei $54 und 48, und der Yuan auch weiter natürlich über der 7er Marke. Dollar Yuan ist damit gemeint. Also es gibt schon ein paar Krisenfaktoren, und wir haben jetzt saisonal auch das dritte Quartal ist meistens oder ist eigentlich historisch gesehen das schwächste. Und vor allem, was wir haben in den USA, ist, dass die Gewinnerwartungen jetzt für das dritte Quartal, also für die noch in etwas fernerer Zukunft liegende Berichtssaison, deutlich nach unten gekommen ist. Wenn man sich mal die Vergleichszahlen anschaut, was am 1. Juli, also Anfang Juli, noch erwartet wurde an Gewinnen pro Aktie, so ist das so massiv nach unten genommen. Und dann haben wir, wenn es denn wirklich so kommen sollte, wie es jetzt in diesen Earnings Projections erwartet wird, dann haben wir ein Bewertungsproblem, speziell an den US-Märkten, denn da sind die Bewertungen ja durchaus luftig. Also schauen wir mal, ob es alles so kommt oder eben doch ganz anders. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und ciao.